Wie Sie sehen, haben wir gerade hier in Altona eine gendergerechte Toilette in Betrieb genommen, in Rekordzeit. Wir haben sehr, sehr lange im Vorfeld geplant und es war lange unklar, wie die Toilette finanziert wird. Das Bezirksamt, insbesondere Frau Dr. von Berg, hat dann in relativ kurzer Zeit die Mittel beschafft. Und wir haben dann auch in sehr, sehr kurzer Zeit die Toilette geplant, beschafft und dann auch hier hinter mir aufgebaut. Also eine gendergerechte Toilette mit zwei Eingängen. Und heute ist hier die Inbetriebnahme. Wir haben ordentlich viel Presse dabei, Frau Dr. von Berg dabei, Leute aus der Bezirksversammlung. Und ich denke, das ist ein wirklich guter Tag für die Stadtreinigung, aber noch ein besserer Tag, denke ich, hier für Altona, auch für die Bewohner hier. Und wenn man sich die Benutzungszahlen so einer Toilette anschaut, sieht man auch, welchen großen Beitrag man damit auch zur Sauberkeit liefert. Ja, alle Menschen, die hier in Grundbedürfnissen nachgehen wollen, sie ist kostenlos, sie ist öffentlich, sie ist für alle Geschlechter zugänglich und lässt sich leicht reinigen. Und haben wir zusammen mit der Stadtreinigung Hamburg und der Umwelt- und der Finanz- und Wissenschaftsbehörde hier zusammen mit dem Bezirksamt Altona und der Bezirksversammlung errichten können. Die Toilette hier hinter mir ist, dass sie ja sehr robust ist. Also sie ist auf der einen Seite ist sie gendergerecht, aber auch was die Benutzung anbetrifft, robust. Das heißt, sie ist gefeit gegen Vandalismus. Die Außenhaut, das ist so ein Spezialglas. Also wenn dort jemand irgendwas dran sprüht oder wenn die bemalt wird, kann man das mit relativ simplen Flüssigkeiten wieder abwaschen. Und innen drin ist die Toilette im Prinzip vollständig aus Edelstahl, aus sehr robustem Edelstahl. Es sind wenig bewegliche Dinge in der Toilette, wenige Möglichkeiten, irgendwas abzubrechen. Und das muss man, also das sind unsere Erfahrungen, das muss man auch haben, damit diese Toiletten auch einfach halten. Besonders ist sie deswegen, weil sie tatsächlich dringend gebraucht wird und wir dachten, wir schaffen es nicht mehr, sie zu realisieren, aber wir haben es doch innerhalb eines Jahres geschafft, sie hier entstehen zu lassen. Ja, das ist die 6. gendergerechte Toilette, die wir installiert haben. Wir haben ja für 2017, also jetzt schon vor ein paar Jahre her, um und bei 135 Toiletten übernommen, unterschiedlichster Art. Alte Toiletten, die wir zum Teil restaurieren, die wir zum Teil austauschen, werden weitere Toiletten aufbauen und haben jetzt auch alle Toiletten voll in der Unterhaltung. Diese Toilette wird auch täglich gereinigt und das machen wir selbstverständlich mit allen anderen Toiletten auch. Oder die Toiletten sind personalbetreut, dann sind direkt Leute vor Ort, die dann dort immer für Ordnung und Sauberkeit sorgen. Am Ende des Tages steht es ja auch auf der Schanze und daher haben wir gesagt, das ist ein gutes Modell für den Bahnhof Altona. Ja, unsere Toiletten stechen, glaube ich, allein durch das Design heraus. Also, Wenn man dieses Grün-Graue sieht, dann weiß man, das ist eine Toilette der Stadtreinigung. Aber es gibt natürlich auch eine App, einen Toilettenfinder. Und mit dem Toilettenfinder können Sie relativ einfach, mit der App können Sie relativ einfach die Toilette finden in Ihrer Nähe.